Moin und willkommen zum neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist das die Insta360 Ace Pro. Und dann würde ich sagen, packen wir das gemeinsam nach dem Intro aus. Hier habe ich die Insta360 Ace Pro und das ist dann noch für das Display ein extra Display oder ein Schutzglas, aber das ist jetzt auch nicht weiter wichtig, das packen wir mal weiter weg. Wir kommen noch lieber zur guten Kamera. Wir öffnen sie mal. Ich habe ja schon ein Video mit der Insta360 X4 gemacht, die mir auch richtig, richtig gut gefällt. Ja, die soll ja auch bis 8K, 10 Meter Wassertiefe, was auch ja, Standard ist, finde ich. Also so sehe ich das zumindest. Aber wir wollen ja mal reingucken. So. Hat auf jeden Fall einen schönen großen Bildsensor. Arbeitet mit Leica zusammen. Was ja dann auch positiv ist. Also es fühlt sich echt wertig an, also brauchen wir uns, ja, schwer zu erklären, so, als wenn so eine ganz dünne Gummischicht drauf ist. Aber gut, das ist jetzt hier so, das ist so wie, als wenn ich ein Apple-Produkt öffnen würde, so fühle ich mich gerade. Ja, öffnet sich etwas schwerer, so, jetzt haben wir das. Hier gibt es dann gleich schon die ersten Informationen. Ich hole schon mal das gute Stück raus, aber da kommen wir gleich zu. Wir wollen ja gucken oder nachsehen, was es noch an Zubehör gibt. Hier ist dann nichts mehr drin. Und also der erste Eindruck finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Gut, das brauchen wir glaube ich nicht. Hier ein Tütchen, da noch ein Tütchen. Und hier haben wir den Quick Guard Start. Aufkleber gibt es ja leider bei Apple leider auch nicht mehr. Garantiebestimmung und für Wasser. Aber gut, wenn man schon Action Cams hat, und das ist ja ein heiß umkämpfter Markt. Der ist ja nicht gerade erst jetzt erfunden worden. So, hier haben wir denn ein, wie ich das schon erkennen kann. Bin gerade aus dem Bild gerutscht. Ein USB-C auf USB-C. Oh, schön dick, leicht gummiert. Also sehr hochwertig verarbeitet. Finde ich sehr, sehr gut. Hier haben wir einen Saugnapf. Der soll wiederverwendbar sein. Also hier ist so ein Klebepad drin. Und ja, schauen wir uns im Detail nachher an. Und hier ist das Magnetteil für unten, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich nehme mal hier den Aufkleber von dieser wunderschönen Kamera weg. Denn und hier ist auch ein Kamerasymbol. Und so müsste das auch ranbringen. Und ein bisschen mit Gewalt und dann sitzt das auch richtig, richtig gut. Ich sehe da den Vorteil drin. Diesen Fuß kann man ja nachkaufen. Und dann kann ich schon die Position festmachen und braucht die Kamera nur umstecken. Muss dann nicht neu justieren. Und ist auch wieder leicht abzunehmen. Wunderbar. Ja, hier ist es ein schönes Faltdisplay und auch schön groß. Und das Schöne daran ist, es ist wasserdicht. Trotz des Faltdisplays. Ja, machen wir mal wieder zu.
Hier ist der USB-C-Anschluss. Und hier kommt auch die Micro-SD-Karte rein. Also ein bisschen kräftiger ziehen müsst ihr schon, weil soll ja auch wasserdicht sein. Hier ist ein schöner großer Akku drin. Und das Schöne daran ist, ihr könnt die Ace Pro mit dem Mikrofon von DJI Mic 2 verbinden per Bluetooth. Das geht wunderbar. Dann wollen wir das mal anmachen. Also hier ist der Ein- und Ausschalter. Hier könnt ihr sofort drauf drücken, dann wird ein Video oder ein Foto gemacht. Dann habt ihr aber die Möglichkeit, wenn ihr das Display berührt, bleibt die Kamera an. Bei GoPro geht das wieder aus, aber das machen wir in einem Vergleichstest. Jetzt sind wir nur bei dieser Insta 360 Ace Pro. Ja, hier steht nicht klar, welche Sprachen wir haben wollen. Auf Deutsch, selbstverständlich. Weiter. Wir nehmen mal die Displayfolie ab. Hier wird dann gesagt, man möchte bitte die App haben. Und das Schöne ist, ich habe das ja auf meinem iPad Mini. Hier steht sie schon drin. Ich brauche also nur auf Verbinden klicken oder drücken. Und schon ist sie verbunden. Dann muss ich das hier an der Kamera bestätigen. Das ist auch richtig gut gemacht. So, dann verbinden. Dauert zwar ein paar Sekunden. Aber das ist richtig schön. Da muss man nicht lange warten oder sonstiges. Dann müssen wir sie klar einmal aktivieren, sonst können wir sie nicht nutzen. Und das war's schon. Also ich finde das richtig, richtig gut. Also das ist echt gut gemacht. Weil hier ist dann so ein kleiner, wie man die Kamera oder das Display benutzen kann. Und hier haben wir dann klar die ganzen Modis, Time Shift, Pure Videos. Hier haben wir dann klar auch die Möglichkeiten, welche Auflösung wir haben wollen, welches Seitenverhältnis haben und die Bildrate. Hier haben wir die Menüsteuerung. Und wenn wir das Display drehen, ändert sich das mit. Das finde ich auch gut. Und jetzt kommen wir mal wieder hoch, dann hier wieder zur Seite wischen. Ich habe jetzt noch keine SD-Karte drin. Das machen wir gleich. Doppeltipp für Zoom, zweifach Zoom, und das ist so gut wie verlustfrei. Finde ich ja auch richtig, richtig gut. Trotzdem sollte man so circa 60, 80 Zentimeter vom Gesicht weg sein. Und jetzt sind wir wieder im normalen Modus. Und dann können wir hier Video machen. Dann können wir hier 8K machen. Mit 24 Bilder. HDR ist aktiv. Also hier oben steht dann alles, was wir denn, die Stabilisierung, Standard, Aus, wie auch immer. Die Laufzeit. 4K. Da haben wir dann bis zu 120 Bilder pro Sekunde. Hier haben wir dann noch, wie das aussehen soll. Ultra oder D-Web. Dann ist es ein bisschen ausgeglichener. Ich lasse das jetzt mal auf Ultra. Hier haben wir dann klar noch die Möglichkeit, manuelle Einstellungen durchzuführen, statt auf Auto. Hier haben wir dann die Farbwiedergabe. Weißabgleich auf Auto oder manuell. Wenn wir das, jetzt sieht das dann ein bisschen blau aus. Ich gehe jetzt mal auf 5500. Den ist es da deutlich schöner. Wenn ich jetzt höher gehe, dann wird das ein bisschen rötlicher. Also bei 10.000, ja, ihr seht es ja in der Kamera, ist das grau und nicht rot. Wir gehen aber wieder auf Auto, dann ist es wieder auf 5.500.
Hier haben wir den verbesserten Stabilisator, geht momentan aus. Jetzt kommen wir hier nochmal hoch. Das ist schon richtig, richtig schön. Ja, 4K Aufnahmen mit 120 Bildern, das ist na klar schon nicht schlecht. Hier wird aber allerdings auch gezeigt, Bildrate, kein HDR, obwohl das aktiv ist. Erst bei 30 Bilder pro Sekunde, dann ist auch HDR an. Ja, hier haben wir die Möglichkeiten 16 zu 9, 4 zu 3 oder ein ganz anderes Seitenverhältnis, 2,35 zu 1. Hier zu 3 oder 16 zu 9. Was ich auch sehr, sehr gut finde. Gehen wir wieder auf 8K. Gibt es nur 24 Bilder. Auch da haben wir dann die drei Möglichkeiten. 16 zu 9, 4 zu 3 im Verhältnis. Hier haben wir die Fotomöglichkeit. HDR-Fotos, Intervall, Fotoserie. Kann man dann auch hier gucken, welche Pixelzahl man haben möchte. Wie möchte ich reinzoomen? Hier haben wir dann gerade Starlab, Zeitlupe, Loop-Aufnahmen, Timelapse, Timeshift. Freeframe-Video, das finde ich auch richtig, richtig gut. Hier habe ich zwei Formate in einem und kann das dann nachher so nutzen, wie ich das brauche. Entweder das Seitenverhältnis 16 zu 9 oder 4 zu 3. Denn ich nehme jetzt mal Instagram oder auch TikTok. Ich habe das nicht. Brauche ich das Format 4 zu 3. Hier habe ich momentan das Seitenverhältnis 4 zu 3, 4K. Hier habe ich den Rahmen aus. Jetzt habe ich die Rahmenführung, damit ich sehe, wie das funktioniert. Hier ist Zoom nicht möglich. Hier habe ich dann noch Ultra, D-Wrap, minus 45 und 360 Grad. Das ist eine Horizontsperre. Und man sieht, man kommt dadurch ein bisschen dichter dran. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich versuche das ein bisschen langsam zu machen. Also ich werde jetzt hier eine Speicherkarte von 128 GB einlegen. Sollte man auch nicht niedriger gehen bei der hohen Bildrate. Und dann die Pins müssen zu dem USB-Port liegen. Ich hoffe, ja, ist schwer zu sehen. Meine Finger sind davor. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt besser sehen. Und dann rein damit. Und wieder richtig schön verriegeln. Und dann könnt ihr auch die Kamera ins Wasser schmeißen. Also nur bis 10 Meter. Ja, vorne ist das auch das Display. Aber hier sehen wir nur, wie das gerade eingestellt ist. Wir können das Ganze klar auch, ich stelle das mal hier oben drauf, damit ihr es besser sehen könnt, auch mit der App steuern. Dann gehe ich auf Einstellungen von der App. Also jetzt seht ihr mich praktisch und jetzt könnte ich hier so ein Pool-Video machen. So, hier steht denn, weil ich jetzt über die App steuere, Touchscreen schaltet sich aus, um Strom zu sparen, wenn er mit der App verbunden ist. Und hier haben wir dann klar auch die Möglichkeiten, was wir machen möchten.
was ich persönlich auch richtig gut finde und das auch schätzen gelernt habe. Und hier haben wir auch diesen Free-Frame-Modus. Wenn wir darauf gehen, sehen wir beide Formate. Hier sehen wir dann, wie viel Prozent der Akku noch hat. Das ist im Display nicht zu sehen. Das ist bei der Insta360 X4 sieht man auch nur das Batteriesymbol und dass es weniger wird. Die Prozentanzahl seht ihr nur in der App. Gut, ist ja nichts Schlimmes. Hier haben wir dann den Videomodus. Und ist fast latenzfrei. Also kaum Zeitverzögerung. Also das finde ich auch richtig gut. Ja, ich habe jetzt hier einiges vorgestellt. Da sollte man auch über die App gucken, ob es eine neue Firmware gibt. Wenn ja, sollte man die auch installieren. Die SD-Karte müsste eventuell auch formatieren. Deswegen war auch ein rotes Symbol. Jetzt ist das ein bisschen anders. Und ich finde das echt toll. Jetzt seht ihr auch, wie lange ich filmen könnte, theoretisch. In 8K mit 24 Bildern pro Sekunde. Und dann können wir jetzt hier auch weiter reingehen. Und das finde ich auch richtig, richtig gut. In der Videobeschreibung verlinke ich euch alles. Da könnt ihr auch gerne die Links nutzen, um Zubehör, die Kamera zu kaufen. So unterstützt ihr auch meinen Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und jetzt werde ich die Kamera mal schön testen. Und dann schauen wir mal. Und dann, ich habe noch eine Sache vergessen. Diese Linse könnt ihr nicht selber austauschen. In den ersten 12 Monaten macht das die Insta360, müsst ihr einchecken, die Versandkosten müsst ihr bezahlen, die Reparatur in den ersten 12 Monaten nicht. Also ich gehe mal davon aus, die meisten werden damit vernünftig umgehen. Also zu denen gehöre ich, dafür nutze ich, ja, ich bin kein Extremsportler und bin auch kein Kletterer, aber er hat schon echt viele Vorteile, die Kamera. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video zu meinem ausgiebigen Test. Und in diesem Sinne, euer TechDave. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.